Ich bin Marleen, 23 Jahre alt und bin Medizinstudentin und komme jetzt ins siebte Semester. Und zwar studiere ich Medizin in Würzburg. Das liegt im Norden von Bayern, ist also um einiges südlicher als Bremen hier. Und da fragt man sich jetzt natürlich, wie ich jetzt den ganzen weiten Weg nach oben geschafft habe, wie ich die Praxis gefunden habe. Und zwar hatte ich letzten Sommer einen Nebenjob, wo ich für eine Online-Plattform Ärzte rekrutiert habe, die ähnlich wie Dr. Wiechert arbeiten. Und so bin ich erstmals auf die Praxis aufmerksam geworden und fand, dass das Behandlungskonzept total spannend klang. Und dann ein, zwei Wochen später hatte mir meine damalige Formulaturärztin, das war auch eine Allgemeinmedizinerin am Chiemsee, die hatte mir einen Fortbildungsvortrag empfohlen, den Dr. Wiechert gehalten hat. Und da dachte ich mir so, hoppla, der Name kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Hab dann nochmal nach der Praxis recherchiert und fand den Fortbildungsvortrag über Mitochondrienmedizin so spannend, das ganze Praxiskonzept auch, dass ich mir dachte, warum nicht mit einer Bewerbung probieren. Und siehe da, es hat zum Glück geklappt. Also ich bin letztendlich so ein Mensch, der hat letztendlich nicht großartige Erwartungen, weil ich nicht enttäuscht werden möchte am Ende. Aber ich muss sagen, hätte ich Erwartungen, wären die bei weitem übertroffen worden. Also es ist wirklich eine super spannende Zeit. Es ist total cool hier, weil ich einfach gelernt habe, noch weiter über den Tellerrand zu gucken, dass es eben noch eine viel größere, umfassende Medizin gibt, als das, was wir im Studium lernen. Und es hat mich definitiv angespornt, auch weiterhin meinen Blick zu weiten und eben über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ja, später hoffentlich auch in einem sehr ganzheitlichen Konzept zu arbeiten. Und was mir eben hier besonders gut gefallen hat, dass man Dr. Wiecherts Leidenschaft für die Medizin wirklich gespürt hat. Und ich fand es klasse, wie ursachenorientiert er behandelt und versucht eben nicht, wie man es oft bei anderen Ärzten sieht, nur Symptome zu unterdrücken, sondern er versucht wirklich an die Ursache des Problems zu gehen. Und das hat mir total Spaß gemacht, da sozusagen mitzuwirken und ein bisschen mehr von seinem Konzept sozusagen zu verstehen. Ja, also ich kann letztendlich nur jeden dazu ermuntern, sich auch neben dem Studium noch anderweitig zu informieren, was die Medizin noch zu bieten hat. Gerade bei chronischen Grunderkrankungen würde ich nämlich sagen, dass unsere Medizin an die Grenze stößt. Bei der Akutversorgung super, aber bei chronischen Grunderkrankungen, denke ich, könnte man noch viel ursächlicher therapieren. Und da kann ich nur jeden ermutigen, durch Formulaturen, Nebenjobs, sich einfach noch ein bisschen weiter zu informieren, um einfach den Blick zu weiten und zu sehen, was letztendlich noch in der Medizin möglich ist. Wann immer jemand im Studium ist und wissen möchte, warum er eigentlich studiert und wie er das, was er dort lernt und studiert, in der Praxis anwenden kann, dann benötigt er natürlich eine Möglichkeit, dieses in der Praxis zu erleben. Und wie man dieses Wissen ganzheitlich einsetzen kann, das erfährt man am besten in einer Formulatur. Und ich habe damit angefangen, meine Formulanten aufzufordern, am Ende ihrer Formulatur einmal frei darüber zu formulieren, wie sie es hier eigentlich gefunden haben und was sie erlebt haben. Und fordere natürlich interessierte Studenten auf, dem Beispiel zu folgen. Und wenn sie glauben, dass das, was ich hier mache, auch für sie von Interesse ist, sich bei mir für eine Formulatur zu bewerben. Und damit Sie ein bisschen verstehen, wie ich ticke, habe ich einmal ein Interview gegeben, in dem ich so ein bisschen meinen Weg darstelle und auch meine Beweggründe offenlege. Und insofern wissen Sie dann auch in etwa, wer dann Ihr Chef sein wird. Schauen Sie ruhig mal rein.